was Uwe Boll verfilmt, ist Kunst und gehört nicht angerührt. Gewalt in Videospielen ist ein nie enden wollendes Thema. Was dürfen Videospiele? Der türkischen Regierung sind zum Beispiel schon die Creeper aus Minecraft zu heftig. Google zieht offenbar bei Amokläufen im Pixel-Look die Bremse. Der Megakonzern hat die Android-Version von Postal aus dem Play Store gestrichen. Die Entwickler von Running with Scissors rufen Zensur und antworten mit flapsigen Tweets. Sie fühlen sich unfair behandelt, schließlich sind andere gewaltdarstellende Spiele wie GTA auch im Play Store vertreten. Okay, erstens, was zur Hölle Running with Scissors? Ich verstehe, dass ihr frustriert seid, aber müsst ihr GTA damit reinziehen? Niemand mag Petzen! Ich würde sagen, gleich geht hier die Post ab. King Bob? Außerdem halte ich das für eine steile These, Postal und GTA gleich bewerten zu wollen. Postal hat vergleichsweise null Story, um die Gewalt in Kontext zu setzen. Andererseits ist es schon irgendwie albern, den Pixelmatch heutzutage in irgendeiner Weise verstörend zu finden. Haltet ihr die Postal-Sperre für gerechtfertigt? Antwortet uns mit einem Kommentar, liked das Video, teilt es mit euren Freunden, klickt den Abo-Button, wenn ihr schon da unten herumtreibt und versucht möglichst früh eine Fremdsprache zu lernen. Später ist es umso schwerer. Ciao!